Herzlich willkommen zu Tom und Patricks IT-Show. Eure Gastgeber sind Patrick Grünauer und Tom Wechsler. Heute zum Thema Windows 11. Damit Sie sich alles nochmals in aller Ruhe anschauen können, werden wir diese Session später auf YouTube zur Verfügung stellen. Gerne werden wir Ihre Fragen am Schluss dieser Session beantworten. Jetzt, bevor wir mit dem eigentlichen Thema beginnen, kurz schnell ein Audio-Check nach Österreich. Alles okay. Perfekt. Also, unser toller Freund Patrick Grünauer ist online und ready. Und ich denke, ich übergebe das Wort direkt an Patrick, weil er will uns einmal erzählen, warum brauchen wir denn eigentlich Windows 11? Oh, eine provokante Frage, gell? Ja, also Windows 11 polarisiert ja ein bisschen, ne? Weil wir haben ja Windows 10 und Windows 10 wurde angekündigt als das letzte Betriebssystem von Microsoft, zumindest Client-Betriebssystem. Alle fragen sich jetzt, warum Windows 11? Ja, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung, ich kann nur Vermutungen anstellen. Eine davon ist vielleicht, dass man vielleicht Funktionen einbauen möchte, die unter Windows 10 nicht so einfach zu realisieren. Also dass die unter Windows 10 nicht so einfach zu realisieren wären, weil man eben vielleicht am Unterbau irgendetwas getan hat. Ich weiß nicht, ob Tom das was dazu weiß, aber ich habe eigentlich wirklich wenig bis gar keine Informationen, was Microsoft betrifft, weil das ziemlich überraschend gekommen ist. Ich weiß nicht, weißt du was, Tom? Ich weiß nichts. Nein, also die Kernel-Version, ich sage jetzt mal, der Fußabdruck vom Betriebssystem ist immer noch sehr ähnlich wie Windows 10. Also ich könnte mir jetzt vielleicht sogar vorstellen, dass vielleicht auch aus marketingtechnischen Gründen das Windows 11 ins Leben gerufen wurde, weil den Leuten wahrscheinlich immer nur Windows 10 vielleicht auch langsam ja, langweilig wurde. Aber es ist eine profane Vermutung, also keine Ahnung. Also ich sehe das ähnlich, ne? Also es ist ein bisschen überraschend gekommen und es wurde auch nicht so entgegengenommen, vielleicht wie es Microsoft vorgestellt hat. Wir alle haben sich gefragt, wozu jetzt ein neues Betriebssystem. Wir werden in dieser Session dann noch darauf eingehen, ja, auf diese Neuerungen, die es gibt. Die Frage wird allerdings immer sein im Hinterkopf, wäre das nicht unter Windows 10 möglich gewesen? Wir wissen es nicht. Es gibt ein paar Neuerungen und ich möchte jetzt einmal für diejenigen, die vielleicht Windows 11 gar nicht kennen, einmal ein bisschen was herzeigen zu Beginn, zumindest einmal so ein bisschen einen Grundriss. Beziehungsweise eigentlich möchte ich vorher ein bisschen was erzählen, wie es mir mit Windows 11 gegangen ist. Also bei mir war es so, ich habe auf meinem Surface-Laptop 2 Tage nach dem Release, 2, 3 Tage, das Angebot bekommen, Windows 11 zu installieren und ich habe es auch angenommen. Also ich habe einfach gesagt, okay, ich installiere das jetzt. Das war keine Preview, keine Beta, sondern die offizielle Release-Version. Man gewöhnt sich dann an Windows 11 und möchte dann auch am Standrechner Windows 11 haben und ich habe dann mit einem Tool Windows 11 installiert, weil auf meinem Standrechner wurde mir das nicht angeboten. Also ich habe einfach Windows Update gestartet, ich habe einen AMD Ryzen 7 und wahrscheinlich ja, hat sich Microsoft entschieden, auf diesen Rechner das noch nicht anzubieten. Und das war relativ rasch erledigt. Also man ladet sich ein Tool herunter und sagt dann, ja, ich möchte installieren. Also man muss nicht auf dieses Windows Update warten. Zu dieser Update-Problematik mit den ganzen Voraussetzungen wird dann der Tom in der nächsten Session was sagen, also jetzt dann gleich im Anschluss was sagen. Auf das möchte ich jetzt nicht eingehen. Aber ein paar Unterschiede. Ich teile jetzt meinen Bildschirm und zeige einmal meinen Windows 11 Screen her. Ja, so schaut der aus. Nichts Aufregendes, wobei man schon ein bisschen Aufregung verspürt hat, weil viele eben diese Taskleiste gerne da links hätten. So ist man das gewohnt. Mir ist es vollkommen egal. Also wirklich Plunzen egal, heißt es in Österreich. Warum? Ich drücke einfach die Windows-Taste und komme dann zu meinem Startmenü. Und dann öffnet sich das Ding da unten. Ich muss jetzt leider hinklicken, weil ich am zweiten Monitor bin. Und dann habe ich da eben dann dementsprechend mein Startbutton, sofern ich dieses Startbutton überhaupt brauche, weil oft arbeitet man mit irgendwelchen Shortcuts, also mir ist es egal, wo das liegt. Böse Zungen behaupten, diese Taskleiste da in der Mitte wurde kopiert von Apple. Ich würde sagen, da ist sicherlich ein bisschen was dran. Dass man sagt, man legt das in die Mitte,
weil einfach da links irgendwie das so weit entfernt ist oder man möchte überhaupt irgendwas Neues haben. Was bei mir da auch zum Sehen ist, ist, ich habe da rechts unten keine Uhrzeit. Das ist aber nur, weil ich am zweiten Monitor arbeite. Also am ersten Monitor habe ich die Uhrzeit, am zweiten haben sie es noch nicht geschafft, dass sie die Uhrzeit dorthin bringen. Warum, weiß ich nicht. Man kann die Uhrzeit auch nicht ausblenden, das weiß ich, weil ich für meine Videos gerne die Uhrzeit ausblende und das funktioniert nicht. Dann gibt es wieder irgendwelche Registry-Hacks oder irgendwelche Software, mit denen man das dann dementsprechend realisieren kann. Das sind so diese Anfangsprobleme, die mit Windows 11 daherkommen. Mir ist auch aufgefallen bei AppLocker, also ganz kurz nur, AppLocker ist ein Tool, mit dem ich Programme blockieren kann auf dem Windows-System. Ich kann zum Beispiel blockieren, dass Adobe PDF-Dokumente aufgemacht werden können, warum auch immer. Und da verhält sich Windows 11 total anders wie Windows 10. Also da muss ich aufpassen bei solchen Sicherheitsfeatures, vor allem dann im Business-Bereich, da ist mir einiges aufgefallen. Ansonsten bin ich relativ zufrieden. Also ich habe jetzt am Laptop von der Batterielaufzeit, das heißt ja immer, Windows 11 soll batterieschonender sein, nichts bemerkt. Zumindest nichts Gravierendes. Die Batterielaufzeit hat sie nicht verlängert und auch nicht wirklich verringert. Ich würde eher sagen, gleich geblieben. Von der Performance her merke ich auch nicht wirklich einen Unterschied. Also ich habe, das Arbeiten geht wie bei Windows 10 und ja, ich habe halt jetzt Windows 11, weil es halt das neueste Betriebssystem ist und der Tom und ich teilen das Schicksal als Trainer, du musst immer am neuesten dran sein, weil das Neueste ist eben die Zukunft. Das ist halt einmal so. Für viele andere, glaube ich, reicht Windows 10 auch noch aus für die nächsten paar Jahre. Ich glaube, der Support Ende 2025 zumindest ist das jetzt der Stand. Und ja, zu den speziellen Features, die da mitgekommen sind bei Windows 11, wird dann der Tom werde ich dann in der übernächsten Einheit dann etwas sagen. Aber jetzt übergebe ich einmal an den Tom, weil ich habe jetzt eh schon ein bisschen vorgegriffen mit diesen Systemanforderungen. Das ist nämlich wirklich ein Thema, ja, das viele ärgert und viele irgendwie verunsichert, weil Microsoft die Hardwareanforderungen stark nach oben getrieben hat. Mhm. Patrick, noch eine Frage. Entschuldigung, ja? Patrick, du hast jetzt gesagt, du arbeitest schon mit Windows 11. Sind die Applikationen, mit denen du tagtäglich arbeitest, starten die ohne Probleme? Gab es da keine Kompatibilitätsprobleme? War das alles zu deiner Zufriedenheit? Alle funktionieren. Also wenn man sich das da unten anschaut, mit der Taskleiste, das sind meine Programme, die täglich benutze. Diese Aufnahmesoftware, das ist Hyper-V. Dann gibt es ein paar PowerShell-Dinger. Also für die, die mich kennen, ist klar, dass ich da was mit PowerShell-Ding habe. Ich verwende Office. Ich bin aber nicht der mega Third-Party-Power-User. Also ich habe relativ schlanke Systeme, also ich habe Microsoft-Produkte hauptsächlich drauf. Zu irgendeinermaßen habe ich auch Steam drauf, also manchmal tue ich auch ein bisschen Computer spielen, aber sonst bin ich da nicht so. Ja? Und ich kann es nicht beurteilen. Also manche Third-Party-Produkte könnten vielleicht Probleme verursachen, das weiß ich nicht. Okay. Ja? Apropos Taskleiste, du hast mir noch an etwas erinnert, was ich eigentlich herzeigen wollte, nämlich dieses Widget-Ding da unten. Also wenn sie da draufklickt, ja, dann habt ihr da da unten kann man dann neue Widgets, das ist irgendwie gekoppelt mit dem Nachrichten-App am Smartphone, vielleicht hat das jemand, Microsoft News, und da kann man sich eben etwas zusammenstellen. Man kann da schon erkennen, das richtet sich nach der Region, also das ist ja Österreich, dann ist da der Outlook-Kalender, die deutsche Bundesliga, ich weiß nicht, warum das bei mir die deutsche Bundesliga ist, aber ist ja okay, es spielen eh schon die meisten Österreicher in Deutschland, aber das könnte jetzt wahrscheinlich irgendwie ändern. Und dann unten eben die Schlagzeilen. Und das ist dann schon auf Österreich ausgerichtet. Beim Fußball, ja, denkst mal halt, die deutsche Bundesliga ist eh okay. Ist eh spannender wie die österreichische. Gut, dann übergebe ich an Tom. Der möchte etwas über das Windows Upgrade erzählen. Vielen Dank, tipptopp. Genau, und zwar, der Patrick hat es schon angesprochen, diese Anforderungen an die Hardware. Ja, die ist wahrscheinlich für einige Personen nicht unbedingt sehr glücklich, sage ich jetzt mal, oder es werden da einige Personen nicht sehr glücklich sein. Ich kann das an einem Beispiel zeigen. Das ist ein System, welches ich verwende, und zwar, das ist ein, schlimmer noch zu sagen, das ist ein Surface, also ist wirklich eigentlich tragisch, ich zeige das mal schnell. Ihr seht, das ist ein Surface. Okay, es ist jetzt nicht mehr das neueste Surface, aber es ist doch ein Microsoft-Produkt, und dann habe ich gedacht, ja okay, auf meinem Surface, da möchte ich selbstverständlich auch Windows 11, und dann erhalte ich diese Empfehlung, also beziehungsweise diese Meldung, oder dass mein System nicht ready ist für Windows 11. Dann
habe ich mich mal schlau gemacht. Ich habe da PC-Integritätsprüfung abrufen, dann werde ich weitergeleitet zu dieser Seite und dann auf diese Seite kann man dann das Programm herunterladen. Also wir sehen weiter oben Windows 11 etc. Und da kann man dann das Programm herunterladen, wo man den Test machen kann. Also navigiert dann nach oben und dann mal diese Meldung wegklicken. Da ist erst einmal Windows 11 wird da erklärt und dann eben auf dieser Seite gibt es dann das Werkzeug, wo man herunterladen kann. Und zwar das PC-Integritätsprüfungswerkzeug. Und das habe ich dann gemacht, selbstverständlich. Und wollte mich da mal schlau machen, warum wird denn mein System nicht unterstützt? Und als ich dann das Resultat gesehen habe, habe ich gedacht, ja, das gibt es ja gar nicht, oder? Das ist die PC-Integritätsüberprüfung. Das ist eine App, die man schnell installieren muss. Also eine MSI-Datei, schnell zwei, dreimal Next, Next, dann ist das Werkzeug installiert. Dann starte ich dieses Werkzeug, mache den Hintergrund mal etwas kleiner. Und jetzt kann ich sagen, jetzt überprüfen. Jetzt mache ich diese Überprüfung und jetzt sehe ich das erste Resultat. Der Prozessor für Windows 11 wird zurzeit nicht unterstützt. Das ist ein Core, ein i5-Prozessor von Intel und der wird nicht unterstützt. Dann habe ich gedacht, das gibt's ja gar nicht, oder? Und jetzt alle Ergebnisse anzeigen und jetzt sehen wir, was die Voraussetzungen sind. Wir werden gleich noch die detaillierten Voraussetzungen anschauen. Also es braucht eine CPU, die unterstützt wird. Also gut, wenn man mit der CPU, wenn die nicht unterstützt wird, dann hat man verloren, weil das kann man ja schlecht nachrüsten bei einem Surface. Der PC unterstützt den sicheren Start. Es braucht das TPM-Modul 2.0, ist aktiviert. Es braucht mindestens 4 GB Arbeitsspeicher, ist ebenfalls vorhanden. Ich habe 8 GB. Es braucht einen Systemdatenträger, der größer ist als 64 GB. Hier bei diesem Surface sind 128 vorhanden. Der Prozessor verfügt über mindestens 2 Kerne, hat er gerade direkt 2 Kerne und die Taktfrequenz beträgt 1 GHz oder schneller und bei mir ist die Taktfrequenz 2,7 GHz. Also, wir sehen da, das sind einige Punkte, die erlauben es eben, dass Windows 11 nicht installiert werden kann, weil es gibt viele ältere Systeme, vor allem auch Desktop-Systeme, die haben kein TPM 2.0-Modul darin enthalten. Also gibt es kein Windows 11. Die Gerätespezifikationen, die werden hier auf dieser Webseite, werden diese detailliert aufgelistet. Jetzt bin ich da wieder auf dieser Seite gelandet. Jetzt muss ich mal schnell schauen. Da sind die Systemanforderungen nochmals komplett aufgelistet. Also eben Prozessor 1 GHz, RAM 4 GB, 64 GB Disk. Dann muss eben System Firmware UEFI aktiviert für sicheren Start. Das muss vorhanden sein. Dann eben dieses TPM Trusted Platform Module Version 2.0. Das sind schon einige Stolpersteine, die es wahrscheinlich eben verhindern, dass Windows 11 installiert werden kann auf älteren Systemen. Und ich glaube, das ist schon eine echte Herausforderung. Und ich bin jetzt auch ein wenig, ich sage jetzt mal, ja nicht traurig oder enttäuscht, aber ich habe da ein Surface, das ist 3 Jahre, wir sehen es übrigens auch hier, das Surface ist 3 Jahre alt und bei einem 3 Jahre alten System kann Windows 11 nicht installiert werden. Also ja, okay, ich bin jetzt nicht unbedingt sehr traurig, aber ich hätte jetzt auch gerne mal mit Windows 11 auf diesem Surface etwas rumgespielt, wenn ich das mal so sagen darf. Aber eben funktioniert nicht, weil die CPU nicht unterstützt wird. Also einfach das mal zu den Systemanforderungen. Die sind doch schon recht hoch, wenn es darum geht, Windows 11 zu installieren. Patrick, möchtest du dazu auch noch etwas sagen? Ich möchte eine Vermutung anstellen. Also ich glaube, dass Windows, so wie wir es früher gekannt haben, wird es in Zukunft nicht mehr geben. Und man muss sich von dem verabschieden, dass man eben ein System hat, mit dem man sich so viel herumspielen kann, mit dem man sich mit einem lokalen Konto anmelden kann, mit dem man mit einem lokalen Konto genauso viel machen kann. Und wir müssen uns auch Gott sei Dank davon verabschieden, dass Windows 11 so anfällig ist für Attacken, ja, für Viren und so weiter. Weil ich glaube, dass da Microsoft irrsinnig viel dran dreht. Und ich bin halt der Meinung, das ist meine persönliche Meinung, Microsoft möchte in Richtung Apple gehen. Also es ist ein Betriebssystem, das sehr, sehr einfach zu bedienen ist, das sehr, sehr einfach zu installieren ist,
das einfach sicher ist und dass die Leute einfach mit dem Ding Spaß haben und nicht ganzen Samstag irgendwie herumsitzen und Treiber suchen, weil das Problem haben wir eh schon länger nicht mehr mit Windows 10, sondern dass sich die Leute einfach sicher fühlen und dass es einfach ein Cloud-Betriebssystem wird, und zwar wirklich fast ausschließlich ein Cloud-Betriebssystem. Und wenn du ein Betriebssystem haben möchtest, mit dem du dich spielen willst, so wie früher, dann musst du zu Linux gehen. Ja, oder zu einem anderen Betriebssystem, wobei Alternativen gibt es ja nicht wirklich. Und deswegen sind die Anforderungen so hoch aufgrund der Sicherheitsanforderungen. Beim Prozessor verstehe ich es nicht so ganz, aber ich bin kein Hardware-Experte, aber beim TPM-Chip zum Beispiel, was du erwähnt hast, und beim TPM-Chip ist, Prozessor ist und sicherer Start, ja, Secure Boot mit Wi-Fi Boot, das zeigt schon eindeutig in die Richtung. Ich weiß nicht, was du meinst. Meine Meinung ist, sie versuchen wirklich, dieses Geschäftsmodell von Apple zu kopieren. Ja, du hast einen Windows-Rechner, du musst dich um nichts Sorgen machen, wir machen alles, es kann nichts passieren und fühle dich einfach nur wohl und benutze das Ding. Genau, also das Thema Sicherheit, das ist wirklich so, das schreiben sie sich wirklich stark auf die Fahne, Microsoft. Das finde ich auch gut, weil es ist wichtig, dass das System den sicheren Start eingeschaltet hat, weil es besteht ja die Möglichkeit, dass Ransomware sich einschleusen kann in die Firmware. Und das will man verhindern, dass diese Ransomware, die wird gar nicht mehr entdeckt vom Anti-Schad-Software-Programm. Also der sichere Boot, der Secure Boot, TPM 2.0, das ist alles in Ordnung, weil das bringt zusätzliche Sicherheit in das Betriebssystem. Das finde ich super. Aber eben, wie du es erwähnt hast, warum jetzt diese CPU beispielsweise nicht unterstützt wird, da fehlt mir jetzt jegliche Erklärung dazu. Oder das sehe ich jetzt nicht direkt, warum das jetzt nicht kompatibel sein soll. Das Thema Sicherheit, das finde ich sensationell. Das passt, da bin ich absolut einverstanden. Und ich glaube, es geht auch in die Richtung, wie du gesagt hast, Patrick, eben möglichst einfach, möglichst direkt arbeiten können, ohne sich noch groß Gedanken zu machen über Treiber oder sonst irgendwelche Sachen. Einfach simpel und einfach arbeiten mit dem Betriebssystem. Ich glaube, es geht schon in diese Richtung, oder? Ja. Nein, ich lese es immer in diversen Foren oder so, in diversen Kommentaren von Zeitungsartikeln, dass sich eben die Menschen beschweren, ja, das kann man doch nicht machen. Jetzt Windows 10 wurde versprochen, dass das letzte Betriebssystem ist. Jetzt endet es wieder 2025 und das kann man nicht machen. Und Windows 11 hat so hohe Hardware-Anforderungen. Hey, Microsoft ist eine Firma. Und Microsoft kann machen, was sie will. Da gibt es keine moralische Verantwortung seinen Kunden gegenüber. Ja, also wer das sein System selbst in der Hand haben möchte, der soll auf Linux umsteigen. Ja, es gibt halt weniger, oder auf Mac, na, auf Mac gar nicht, Mac ist es selber. Ja. Auf Linux umsteigen, weil bei Microsoft wird es nicht so weitergehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war am Anfang auch skeptisch, aber ich begrüße das Ganze, weil ich glaube einfach, dass im Jahr 2021 es echt Zeit ist, für Systeme, wo der Benutzer sich wohlfühlt, sicher fühlt und wo er sich um nichts mehr kümmern muss. Also vor allem und das geht nur mit einem Cloud-Account, weil die Leute kennen sich nicht aus. Ja, die haben irgendwo Fotos liegen, die wissen nicht, wie man die Fotos backupt, sondern speichern alles auf OneDrive, wir erledigen das für dich. Ja, und ansonsten, glaube ich, wird das nicht wirklich funktionieren. Ist zumindest meine Meinung. Also vor allem eben das Thema Sicherheit. Ich glaube, das ist heutzutage gar nicht mehr wegzudenken. Oder wenn wir sehen, was da in der Welt alles geht, was da abläuft. Also das ist auch wichtig. Und ich denke auch Seite von Microsoft, eben einen bestmöglichen Schutz anzubieten. Das ist ein großes Ziel, welches Microsoft verfolgt. Und das wird jetzt auch mit diesem Betriebssystem wird das ganz klar sichtbar. Und ist auch ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, bin ich absolut auch der Meinung. Ja gut, jetzt eben, mein System ist jetzt nicht Windows 11 ready, ich bin da nicht so traurig, ich habe andere Systeme, die sind Windows 11 ready, also ich kriege dann auch noch mein Windows 11. Patrick, du möchtest uns gerne mal etwas zeigen zu den Neuerungen, oder? Genau, also ich übernehme jetzt den Bildschirm wieder. Gerne, ja. So, also man gewöhnt sich relativ schnell an die neuen Sachen. Also das glaubt man gar nicht, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und man glaubt sich, man hält irgendwie ewig an den alten Sachen fest. Es ist nicht so, man gewöhnt sich dann wieder neu an Sachen. Ich möchte jetzt ein paar Sachen herzeigen, an die ich mich gewöhnt habe, die ich auch nicht mehr missen möchte mit Windows 11. Das sind die, ich würde es bezeichnen, so als Key Features, die auch in den ganzen Medien herumschwirren und die Zeitungen berichten, ja, das ist neu und das ist neu. Das sind so ein paar Features. Und ein Feature davon ist die sogenannte Terminal-Anwendung.
Also es geht um die Befehlszeile, dabei ist es jetzt irrelevant, welche Befehlszeile es gibt auf einem Windows-System. Die Eingabeerforderung und es gibt PowerShell. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Folgendes mache, ich drücke jetzt eine Tastenkombination, leider öffnet sich die Tastenkombination jetzt am anderen Bildschirm, das sieht man nicht, aber das macht nichts. Aber wenn ich die Tastenkombination öffne, nämlich Windows XA, dann hat sich früher PowerShell geöffnet und es öffnet sich jetzt das sogenannte Windows Terminal. Und dieses Windows Terminal wurde lange als Add-on im Microsoft Store angeboten und jetzt gibt es eben mit dabei an Bord. Es öffnet sich Gott sei Dank gleich PowerShell und nicht die Eingabeerforderung, weil die ist auch schon ein bisschen angehaucht, wird auch von Microsoft nicht mehr weiterentwickelt, ist gleich, ist nicht mehr der Standard. Und das ist zum Beispiel eine Neuerung. Warum gefällt mir das Windows Terminal so gut? Weil es einfach schnell ist. Diese ganzen Gimmicks, die es da gibt unter Einstellungen, ich zeige das einmal her da, die brauche ich eigentlich alle nicht. Also ich möchte es nicht wirklich da irgendeine spezielle Farbe haben oder ich möchte da mein, als Hintergrundbild irgendwas haben, das ist mir ziemlich egal. Transparenz kann man auch einstellen. Also es geht sehr, sehr viel. Für mich ist einfach die Geschwindigkeit. Also wenn ich jetzt zum Beispiel vergleiche die früheren Konsolenfenster mit den Konsolenfenstern, das geht wirklich rasant dahin und das gefällt mir dann doch recht gut, dass sie sich entschieden haben, dieses Terminal einzubinden. Dann das zweite, die virtuellen Desktops. Also es besteht die Möglichkeit, virtuelle Desktops zu machen. Das habe ich bei Windows 10 auch mit dabei. Ich hoffe, dass man das jetzt sieht da am Bildschirm. Ja, man sieht das. Also ich kann da mit den virtuellen Desktops arbeiten und kann einfach hin und her schalten. Ich habe das bei Windows 10 schon sehr, sehr häufig benutzt. Aber was ist jetzt neu bei den virtuellen Desktops? Da unten sieht man schon, ihr könnt andere Hintergrundbilder festlegen. Was bringt mir das, wenn ich andere Hintergrundbilder festlege? Ja, dann weiß ich zumindest, auf welchem Desktop ich mich befinde. Also ich kann mit Steuerung Windows einfach zwischen die Desktops hin und her schalten. Bin mir nicht sicher, ob man das jetzt in der Teamsitzung so gut sieht. Aber ich habe da jetzt einfach von einem Desktop zum anderen geschaltet. Ja. Das wird als sogenanntes Key-Feature angepriesen, ob es das wirklich ist oder nicht, das liegt jetzt im Auge des Betrachters. Was sehr wohl eine tolle Verbesserung ist, ist das Anordnen der Fenster. Also wenn ich da jetzt den Desktop habe, dann könnte ich Folgendes tun. Ich öffne jetzt einmal irgendein Programm, zum Beispiel das da. Ist jetzt vollkommen egal, welches Fenster das ist. Keine Angst, es ist kein PowerShell-Vortrag jetzt. Ihr könnt da oben draufklicken. Also draufklicken, ja, ich kann ja nicht drüber fahren. Und dann haben wir die Möglichkeit, da oben jetzt diese Fenster anzuordnen. Das hat bei Windows 10 bei Windows 10 war die Funktionalität dabei, aber nicht so in der Form, dass ich dann nämlich wirklich mir etwas aussuchen kann, zum Beispiel das Fenster jetzt da ganz links zu legen. Und das zweite Fenster, das ich vorher geöffnet habe, daher zu legen und um dann zum Beispiel das Teams-Fenster daher zu legen. Das heißt, einfach auf dieses Icon da drauf gehen, beziehungsweise jetzt funktioniert es nicht, der Vorführeffekt, da oben, der jetzt funktioniert es. Und je nachdem, wie groß der Monitor ist, also ich habe da jetzt einen 24 Zoll, also der ist eigentlich Standardgröße, soll sich das verändern. Ich kann das nicht bestätigen, weil ich habe keinen größeren Monitor, aber auf einen so einen 27 Zoll 4K, irgendwie so was einem Monster, kann man dann so 8 Fenster anordnen. Und nachdem das immer komplizierter wird, unser Arbeiten, also zumindest mein Arbeiten ist das letzte Jahr komplizierter geworden durch die Online-Kurse und auch durch Homeoffice und so weiter, macht es vielleicht Sinn, mit einem Monitor dann doch mehrere Fenster zu öffnen. Und ja, also zum Beispiel jetzt ist es auch so bei Teams, ne? Das ist schon bei der Fensterstress, nicht? Weil ich habe zum Beispiel jetzt da links am Monitor Teams offen, dann ist der Chat irgendwo offen, rechts zeigt den Bildschirm. Also das ist doch für einen Menschen, es ist schwierig, das Ganze zum Handeln. Und ich begrüße das Ganze, ja. Also es ist wirklich schwer okay. Und das Letzte ist etwas, was es noch nicht gibt, aber ich möchte es trotzdem sagen in dieser Session. Das ist für mich ein Key, also der absolute Hammer eigentlich. Also wenn das wirklich so kommt, wie Microsoft das ankündigt, das ist das Einbinden von Android-Apps im Microsoft Store. Also ich habe dann einen Microsoft Store und kann auf diesem Store Android-Apps betreiben. Das heißt, ich habe da quasi alle Apps, die es fürs Smartphone gibt, in Windows. Das Ganze soll über den Amazon Store laufen, also über Amazon. Und ich kann mir dann einfach Sachen da installieren. Und wenn man jetzt dann
so überlegt, dann arbeitet irgendwie mein Android-Smartphone mit meinem Windows 10 so eng zusammen, dass ich da irgendwie dann Apps teilen kann und so weiter. Also mir fehlt noch ein bisschen die Vorstellung, was das betrifft. Erstens, zweitens, mir fehlt auch der Erfahrungswert, weil das gibt es noch nicht. Und drittens, ich habe ein iPhone. Also das, und ich bin eigentlich gerne in dieser Apple-Wolke, weil da muss ich mir um nichts kümmern. Aber wenn das kommt, ist das sicherlich ein Game-Changer für Windows, weil ich ja dann wieder zum Thema Microsoft möchte ein bisschen dieses Apple Ding kopieren, dann habe ich eben einen großen Store. Ich glaube, der Google Play Store, also der Android Store ist größer wie der iPhone Store, wie der Apple Store, ich weiß es gar nicht so genau. Auf jeden Fall riesengroß. Und ich kann dann da entweder Spiele spielen oder eben irgendwelche anderen Android-Apps mir herunterladen und installieren. Und man kann sich dann eben vorstellen, dass das dann eine totale Integration dann ist mit meinem Android-Smartphone. Über viel mehr kann ich dann auch nicht berichten, weil das sind eigentlich die vier Überschriften, die man so liest, die eben der Game Changer sind. Und ich habe bisher auch noch nicht wirklich so viele Unterschiede erkannt zwischen Windows 10 und Windows 11. Das heißt, ich habe jetzt nicht wirklich selber irgendetwas herausgefunden. Wobei eins habe ich schon herausgefunden, da wird der Tom dann nachher was herzeigen, das ist der neue Windows Explorer, der doch recht gelungen ist. Ja, da sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die man verwenden kann und die sinnvoll sind. Wobei das ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die Handhabung, aber der Mensch ist ja gewohnt. Eins wollte ich nur sagen, diese Taskleiste, ja, die kann man auch anpassen. Also man kann die nach links da verschieben. Ich empfehle das eigentlich niemandem zu tun. Warum? Wenn man es privat macht, okay. Wenn man es beruflich macht, ist so, irgendwann einmal werden alle Windows-Rechner, Windows 11 ausführen. Und ich muss mich einfach irgendwie auch an die neuen Dinger gewöhnen. Und wie kann ich mir am besten gewöhnen, indem ich nicht aufs Alte zurückgehe, sondern einfach das Neue benutze. Mir ist es sonst so egal, ob das Startbutton jetzt da in der Mitte liegt oder links liegt, aber ich kann es umstellen in den Einstellungen, so dass das einfach dann wieder nach links rückt. Wem es gefällt, okay, aber ich würde es trotzdem empfehlen, einfach das Neue zu akzeptieren und dann habe ich halt das Ganze in der Mitte. Ja, das waren eigentlich die vier Sachen. Lass mich da kurz schummeln. Nein, das wollte ich eigentlich noch zeigen. Ich habe noch eine Interessensfrage, und zwar, ja. was ist denn die PowerShell-Version, die standardmäßig mitkommt mit Windows 11? Ja, also das ist das Nächste. Ich wollte ja nicht so viel jammern jetzt in der Session. Ne? Also das ist wahrscheinlich immer noch 5, oder? Es ist ein Jammer. Nicht? Also was ich nicht verstehe, ist, dass das Windows Terminal mit dabei ist. Ich habe da jetzt PowerShell 7 da in der Mitte. Nicht? Ich habe das aber aktiv installiert. Ne? Also man könnte ja PowerShell 7 mitliefern. Das ist die neue PowerShell-Version. Das verwenden nur 2% der User, nämlich die Techniker. Können sie mitliefern, haben sie nicht gemacht. Vielleicht reichen sie das noch nach. Es ist die Standardversion des PowerShell 5. Und wenn das Windows Terminal geöffnet wird, dann wird PowerShell 5 geöffnet, standardmäßig, also nicht 10D. Und ich kann dann da oben wie gewohnt einfach die Eingabeaufforderung als zweites Fenster öffnen und dann kann ich da hin und her schalten. Also das ist jetzt PowerShell 5 und ich kann da jetzt natürlich auch noch die Windows PowerShell, damit es noch komplizierter wird, öffnen. Dann habe ich da oben PowerShell 7, PowerShell 5 und die Eingabeaufforderung. Ja. Dieses Tohuwabohu bei den Windows-Systemen, das ist halt einfach im Laufe der Jahre so gewachsen, leider, weil wir haben immer noch die alte Systemsteuerung. Also wenn ich da auf Einstellungen gehe, wo bin ich denn jetzt da? Also ich glaube, ich muss da suchen, das wollte ich noch herzeigen. Ja, das haben wir gar nicht aufgeschrieben, es ist schlecht vorbereitet. Das ist die Einstellungs-App, das sind die neuen Einstellungen, da gibt es schon ein paar Verbesserungen. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt die IP-Adresse festlegen möchte, dann ist das direkt da möglich, das ist schwer okay, dann kann ich da auf Bearbeiten gehen. Also es wurde einfach da verbessert. Ja, dann kann ich da auch, ich war jetzt falsch, upa, da muss ich aufpassen. Da kann ich die IP-Adresse ändern, das ist schon schwer okay. Ansonsten gibt es immer noch die alte Systemsteuerung, die kann ich dann dementsprechend suchen, indem ich einfach in den Suchbegriff eingebe. Das sieht man jetzt leider nicht in einem anderen Monitor, aber das ist die alte Systemsteuerung. Und die gibt es immer noch. Das heißt, es wurde einfach wieder etwas dazugetan, aber das alte wurde nicht weggelassen. Mhm. Ja. Super.
Dankeschön. Das werde ich dann auch noch schnell zeigen, weil ich bin auch so ein Mensch, der immer mal zwischendurch auf alte Elemente zurückgreifen muss. Und dann ist eben auch so die Systemsteuerung ist genauso ein Element, absolut. Ja. Hey, Na super, gut, ich cool. bin's dann. Dann. Super, vielen Dank. Perfekt. Dann werde ich mal den Bildschirm wieder übernehmen. Und selbstverständlich habe ich ja auch ein Windows 11. Das muss ich da schnell schauen. Muss da kurz mal mit dem Fenster weg. So, das ist ein Windows 11, wo ich glücklicherweise in Azure bereitstellen konnte, damit ich da auch etwas zeigen kann. Und das ist immer so meine Notvariante, wenn es halt physisch nicht geht, dann geht der Tom zum Azure-Portal, sein Lieblingsportal, und dort eben habe ich diese Windows 11-Maschine bereitgestellt. Ich möchte einmal meine Erfahrung kurz schnell mitteilen oder euch bekannt, oder soll ich sagen, meine Erfahrungen bekannt geben. Also vor allem mich hat der Windows Explorer hat mich extrem überrascht. Also das ist jetzt wirklich das Element, was mir am ehesten aufgefallen ist. Okay, dass jetzt da dass die Taskleiste da jetzt sind, also dass die Startfläche da in der Mitte ist, mal abgesehen davon, aber der Windows Explorer hat sich wirklich gemacht. Was zum Beispiel direkt auffällt, ist die alte Menüleiste, wie wir sie kannten, die ist weg. Die gibt es eigentlich in dieser Art und Weise nicht mehr. Die anderen Komponenten sind sehr ähnlich aufgebaut. Wenn ich da auf diese PC klicke, dann sehe ich die verschiedenen Standardordner, die angezeigt werden. Das war unter Windows 10 auch so. Bilder, Downloads etc. Also das sind da die Schnellzugriffordner. Das ist eigentlich mehr oder weniger auch genau gleich. Dann auch die Netzwerkumgebung, OneDrive, wenn OneDrive eingebunden ist. Was sich aber wirklich verändert hat, ist eigentlich die Handhabung vom Windows Explorer. Wenn ich jetzt da zum Beispiel hinein navigiere in das C-Laufwerk, wir sehen oben, da ist nicht mehr das, wie wir das von früher her kennen. Das ist ganz anders jetzt aufgebaut. Also wir sehen da im Hintergrund steht da ist da eine Schere, das sieht aus wie ein Kopierzeichen, das wie ein Einfügen. Ich werde das gleich schnell zeigen. Diese Felder werden aktiv, wenn es zur gegebenen Zeit richtig ist. Also wenn ich jetzt beispielsweise mal auf Benutzer klicke, dann wird etwas aktiv. Also diese Schaltflächen sind erst dann aktiv, wenn es auch Sinn macht. Jetzt haben wir die Möglichkeit auszuschneiden. Wir haben die Möglichkeit zu kopieren, aber ich habe kein Einfügen, weil ich habe ja nichts in der Zwischenablage. Ich kann aber selbstverständlich auch etwas entfernen. Also das hat sich schon extrem verändert. Dann zu den drei Punkten navigieren und da sind die weiteren Möglichkeiten, die weiteren Optionen werden hier angezeigt. Was ich oft verwende, ist als Pfad kopieren, wenn ich zum Beispiel in eine Eingabeaufforderung navigieren muss, um dort etwas aufzurufen, dann kann ich mir den Pfad direkt so kopieren, alles auswählen, denke, das ist auch soweit klar. Also die drei Punkte, das Erweiterungsmenü darf man nicht vergessen. Bekommt man weitere Funktionalitäten. Jetzt aber nochmals zurück zu diesen Symbolen. Ich habe da im Ordner Dokumente eine ganz einfache Datei gespeichert. Und jetzt sehen wir sofort, jetzt werden die Elemente werden jetzt aktiv. Jetzt haben wir wieder Ausschneiden und wir haben Kopieren. Jetzt wähle ich mal Kopieren aus. Ich drücke jetzt, also die Datei ist markiert, ich wähle kopieren und haben Sie jetzt gesehen, jetzt wurde auch einfügen, wurde jetzt aktiv. Das macht erst jetzt Sinn, dass dieses Feld aktiv ist, wenn es etwas in der Zwischenablage gibt. Dann haben wir umbenennen, dann haben wir noch die Freigabe und selbstverständlich auch entfernen. Ich kann sortieren, das kennen wir ebenfalls, nach Name, Datum, aufsteigend, absteigend. Ich kann gruppieren, ebenfalls Funktionalitäten, die wir schon kennen. Dann unter Anzeigen, ich kann die Ansicht anpassen. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte da mit extra großen Symbolen arbeiten oder ich möchte mit kleinen Symbolen arbeiten. Ich glaube, das kennt man auch schon. Das ist jetzt eine JPEG-Datei. Darum wird mir auch vorgeschlagen, dass ich diese JPEG-Datei als Hintergrund festlegen kann. Ich denke, das ist soweit auch klar. Dann wieder die drei Punkte, ebenfalls nicht vergessen. Jetzt aber, arbeite oftmals auch, wenn es um Dateien geht oder so, mit Rechtsklick, weil ich brauche da zusätzliche Funktionalitäten. Jetzt sehen wir wieder hier diese Symbole, wie sie oben auch schon zur Verfügung stehen. Aber der Rechtsklick, dieses Kontextmenü, das ist nicht mehr das, wie wir es von Windows 10 her kennen. Wir haben die Möglichkeit, Öffnen mit auszuwählen.
dann nach rechts, nach links drehen, in eine ZIP-Datei komprimieren. Aber es fehlt eigentlich, es fehlen die weiteren Punkte, wie zum Beispiel, ich möchte einen Scan ausführen. Ich möchte diese Datei scannen mit dem Anti-Schadsoftware-Programm, sage ich jetzt mal. Wo sind diese Funktionalitäten? Wenn wir hier weitere Optionen auswählen, dann, aha, jetzt kommt das Menü, welches wir von Windows 10 her wieder kennen. Das sind die zusätzlichen Funktionalitäten. Und da habe ich dann die Möglichkeit, eben diese Datei mit Microsoft Defender zu überprüfen. Das ist eine Funktionalität, die ich sehr oft verwende, weil ich bin da immer sehr zurückhaltend. Wenn ich da irgendwelche Dateien bekomme, dann überprüfe ich diese immer zuerst. Und in einem ersten Schritt war ich etwas verwirrt von Windows 11, weil ich habe da den Rechtsklick ausgeführt und dachte, hey, wo ist jetzt da diese Funktion, um das Ganze zu überprüfen? Weitere Optionen, dann kommt man zum Ziel. Dann die üblichen Komponenten wie Öffnen mit, haben wir vorhin schon gesehen, oder eben als Pfad kopieren. Und das sind eigentlich die Einstellungen, beziehungsweise das ist das Kontextmenü, wie wir es von Windows 10 her auch kennen. Dann selbstverständlich auch die Eigenschaften können wir wieder aufrufen. Dann sehen wir die Details zu dieser einzelnen Datei. Also das sind Punkte, die sind mir sehr schnell aufgefallen im neuen Windows Explorer. Diese neue Menüliste, die ist komplett neu, das sieht sehr anders aus als in Windows 10, war am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig. Mittlerweile habe ich mich da sehr gut daran gewöhnt. Auch wenn ich da auf Neu klicke, da kann ich jetzt einen neuen Ordner anlegen, die Verknüpfung, ein Textdokument. Je nachdem, wo ich bin, sind dann die Funktionalitäten halt wieder anders. Wenn ich da jetzt wieder auf Neu klicke, dann habe ich ebenfalls wieder Ordner, Verknüpfung, Bitmap, Bild. Also das ist sehr, sehr einfach, sehr schlicht gehalten jetzt dieser neue Windows Explorer. Und ja, man muss damit arbeiten, dann kann man sich auch entsprechend anfreunden mit diesem neuen Windows Explorer. Vielleicht noch ein, zwei kleine Tricks. Der Patrick hat vielleicht nachher auch noch etwas zum Windows Explorer, aber ich möchte noch etwas schnell zeigen. Was ich oftmals brauche, das ist das da, das Ausführen-Feld. Das Ausführen, das ist jetzt direkt eigentlich nicht mehr vorhanden. Ich habe das Ausführen, habe ich hervorgeholt mit der Windows-Taste und R. Weil dieses Ausführen, das brauche ich extrem viel. Vor allem auch in meinen Videos, weil wenn es zum Beispiel heißt, ich möchte dieses Windows 11 in die Domäne aufnehmen, dann rufe ich ein altes Control Panel Feature auf. Und zwar nennt sich das sysdm.cpl. Das gibt es auch immer noch. Seht ihr, das ist wie unter Windows 10, gibt es das auch unter Windows 11. Aber ich habe hier direkt die Möglichkeit, auf Ändern zu klicken und ich kann das System in die Domäne aufnehmen. Das sind so Schritte, die ich sehr gerne habe, weil die sind sehr schnell. Ich muss dann nicht in der neuen Umgebung suchen, wo kann ich jetzt das System in die Domäne aufnehmen. Der Patrick würde jetzt sagen, hey Tom, mach es jetzt mit der neuen Variante. Mach den Schritt in Windows 11 und nimm jetzt die neuen Wege, ein System in die Domäne aufzunehmen. Da hat er absolut recht, aber ich bin da manchmal etwas pragmatisch. Ich will es einfach schnell machen und darum will ich da nicht durch diese verschiedenen GUIs durchklicken. Also das ist einmal ein erster Punkt. Oder eben der Patrick hat auch schon gezeigt, die Systemsteuerung, die brauche ich auch oft. Dann verwende ich einfach Start ausführen, dann gebe ich ein Control Panel und dann bin ich in der Systemsteuerung, weil hier gibt es dann zum Beispiel den Configuration Manager Client, den muss ich von hier aufrufen, den gibt es sonst an einem anderen Ort nicht. Und was ich auch noch halt viel verwende, das ist eine andere Funktion, ebenfalls über Start ausführen. Das ist ncpa.cpl. Ich muss oftmals die Adaptereigenschaften bearbeiten und dieser Weg ist einfach für mich viel schneller, als wenn ich da durch irgendwelche GUIs klicken muss. Also ich bin halt zum Teil auch etwas altgebacken vielleicht, aber es erleichtert mir einfach die Arbeit. So, das sind einfach so noch einige kleine Tipps und Tricks von meiner Seite. Patrick, hast du noch was zum Windows Explorer, zum neuen? Ja, also bei mir ist es so, dass die Kursteilnehmer, die habe in den Kursen auf die neuen Sachen draufkommen, weil, wie gesagt, du bist eben gewohnt, also wir sind gewohnt, dass wir das alte eben verwenden. Also wenn du zum Beispiel jetzt die Windows-Taste drückst, dann kannst du ohne Ausführen all das tun, was du bisher gezeigt hast, und zwar in der Suche. Ja, genau. Und jetzt Control-Panel reinschreiben.
Du kommst dann genau dorthin. Also es ist dieses Ausführen, genau, ich bin schon da. Genau. Und ja. Enter. Und Enter. Also dieses Ausführen, ja, die kommen dann immer auf Sachen drauf, wo du denkst, okay, es funktioniert so auch. Aber doch nicht. Öffnen Sie was anderes da bei dir. Ja, also ich habe jetzt da, okay. Ich gebe da mal ein. Control Panel. Und dann wird die neue Variante. Ah, das zweite musst du wählen. Genau. Achso, okay, verstehe. Ja. Müsst jetzt das zweite auswählen, oder? Okay. Ja. Und das, was mir auch noch auffällt, ist, wenn du auf einen Ordner klickst mit der rechten Maustaste, genau, irgendein Ordner, dann kannst du rechte Maustaste öffnen in Windows Terminal. Ja. Das heißt, du kannst dann gleich, wenn das Terminal sich öffnet, bist du dann automatisch beim Ordnerpfad von dem Ordner, also C-Users in dem Fall. Dass du hast die Möglichkeit, wenn du was in der Befehlszeile machen möchtest, einfach rechte Maustaste zu sagen und dann öffnen in Windows Terminal. Für mich ist diese Funktion, ist auch ein Teilnehmer draufgekommen bei mir, für mich ist sie eher nicht so relevant, weil, vielleicht habe ich den Use Case noch nicht so ganz erkannt von dem. Also was ich oft brauche, ist wirklich diese Funktion, wenn ich jetzt da Rechtsklick ausführe und dann weitere Optionen anzeige, was ich wirklich viel brauche, ist als Pfad kopieren. Wenn ich zum Beispiel, wenn ich Skripte schreibe, wo ich dann sage, okay, ich installiere eine gewisse Applikation, zum Beispiel eine MSI-Datei, und ich möchte dann diesen kompletten Pfad direkt haben und dann im Terminal weiterverarbeiten, dann wähle ich da als Pfad kopieren aus. Und dann eben zum Beispiel sage ich, jetzt geht es halt wieder den alten Weg, CMD. Und jetzt habe ich den kompletten Pfad direkt in der Zwischenablage. Und das ist oftmals für mich sehr hilfreich, weil dann mache ich keine Tippfehler und ich weiß ganz genau, dass dann diese MSI-Datei mit dem Pfad korrekt gestartet wird, wenn ich das im Skript einbinde. Also, aber das sind so, jeder arbeitet halt, jeder hat seine eigene Arbeitstechnik, oder? Gut, das war von meiner Seite zum Windows Explorer. Dann übergebe ich das Wort wieder nach Österreich zu meinem Freund Patrick. Ja, das war's, was wir uns vorgenommen haben für diese Einheit, also einen Überblick zu geben über Windows 11. Wir tappen auch noch ein bisschen im Dunkeln, ne? Es gibt ja viel zu entdecken. Die Dokumentation ist auch noch ein bisschen bescheiden von Microsoft. Es wird natürlich alles jetzt irgendwie aufgearbeitet. Das heißt, wir müssen uns auch auf die Medienberichte verlassen, beziehungsweise auf die Microsoft-Dokumente. Aber ich glaube, wir haben einen guten Überblick gegeben über die Probleme, die auftreten können. Also mit der Installation hat der Tom eben gemeint, Prozessor-Kompatibilität, dann mit dem neuen Windows Explorer, was ebenfalls der Tom hergezeigt hat. Das wurde überarbeitet und ich habe dann eben ein paar Key-Features gezeigt, die groß angepriesen wurden. Das war eben das Ding mit dem Desktop, mit den Fenstern. Und für mich irgendwie der Game-Changer, wenn es dann auch wirklich so kommt, ist das Einbinden von den Android-Apps. Ja, dann möchte ich mich recht herzlich bedanken für den Besuch dieser Session. Und wir stehen jetzt noch für Fragen zur Verfügung. Also einfach in den Chat hineinschreiben oder Mikrofon aufdrehen. Und wenn Sie Fragen haben, einfach Fragen stellen. Ja, hier ist der Ralf nochmal. Meine Frage wäre jetzt, diese Schulung, stellt ihr die auch nochmal online, irgendwo im Kanal? Ja, wird genau am gleichen Ort in dem YouTube-Channel, den Link, den ich in den Chat hineinkopiert habe, wird dann diese Session auch verfügbar sein. Ich kann diesen Link nochmals in den Chat hineinkopieren. Sie müssen uns da einfach ein wenig Zeit geben, bis wir dann das Ganze aufbereitet haben und auf YouTube hochgeladen ist. Also das wäre dieser Link. Okay. Ich habe da noch eine Frage im Chat, die haben wir, glaube ich, übersehen beide in der Hitze des Gefechts. Nein, 15:48 Uhr, okay. Doch erst vor kurzem gestellt. Ich glaube, das ist an dich, Tom. Also ist eher deine Richtung so. Ne? Weil ich bin mit Azure Virtual Desktops, habe ich nichts am Hut. Also, also zum Thema Cloud PC und Azure Virtual Desktop oder Windows 365. Grundsätzlich muss ich sagen, Azure Virtual Desktop wird eingesetzt, wenn man die Umgebung
detailliert verwalten will. Weil mit Azure Virtual Desktop, da kann ich die Session Hosts bestimmen, ich kann mehrere Session Hosts in einem Hostpool bereitstellen, ich habe direkten Eingriff auf das Betriebssystem, ich kann mit Gruppenrichtlinien arbeiten. Die Verwaltung ist viel detaillierter als mit dem Cloud-PC. Wenn es simpel und einfach sein soll, dann wählt man die Cloud-PC, also Windows 365, die sogenannte Business-Version. Da brauche ich zum Beispiel kein Intune für die Verwaltung. Ich kann einfach eine Lizenz buchen und dann ein System so entsprechend hochfahren. Wenn ich Windows 365 Enterprise verwende, dann sind viele Abhängigkeiten sind dann noch da. Also ich muss dann die Verwaltung mit Intune durchführen. Es braucht dann Configuration Profiles und das wird dann sehr aufwendig. Aber man kann auch so sehr schnell eine Infrastruktur bereitstellen. Man hat einfach beim Windows 365 Betriebssystem, sage ich jetzt mal so, weniger Zugriff auf das Betriebssystem, als wenn man das Ganze mit Azure Virtual Desktop aufbaut. Das sind so Hauptunterschiede zwischen diesen zwei Funktionalitäten. Aber das eine löst nicht das andere ab. Also das wird parallel, wird das verwendet. Ist das okay? Perfekt. Noch weitere Fragen? Ja gut, dann würde ich sagen, wir können schließen für heute. Noch einmal Dankeschön fürs Kommen und fürs Zuhören und Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Das nächste Thema werden wir dann bekannt geben. Wir haben schon eine Idee. Und das werden wir dann über den sozialen Medien dann verbreiten. Genau, so werden wir das machen. Auch von meiner Seite vielen Dank, dass Sie vorbeigekommen sind. Hat uns Spaß gemacht. Und wir freuen uns jetzt schon, Sie in der nächsten Session wieder begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut. Bye-bye.